Wir sind noch mitten im Transformationsprozess von der heutigen alten Mobilität, stark autozentriert, zu einer neuen Mobilität, die sehr viel mehr vernetzt sein wird, wo alle Verkehrsträger miteinander verbunden sind, mit dem Netz verbunden sein werden. Das Auto wird die Dominanz verlieren, die es heute hat. Das Auto wird anders sein, es wird leichter sein, es wird klimaneutral, es wird ressourcenschonend sein, es wird stärker kollektiv genutzt werden und eben Teil eines gesamten Systems sein und nicht das System dominieren. Und damit kann auch eine neue Lebensqualität etwa in den Städten entstehen. Und insgesamt wird es vor allen Dingen ein Beitrag sein zum Klimaschutz.